Hallo Freunde, Freeclear von MagicBlocks.de und wir spielen Vintage Cube Baby und wir haben einen Recall in einem ultra starken Pack. Wir haben Minskin Boo Mana Train, wir haben Misty Rainforest, wir haben Strip Mine drin. Huh, insane, da kommt leider nichts mehr wieder. Vielleicht kommt eine Grief wieder. Aber ich glaube, mit so einem Recall starten, da gibt es Schlimmeres. Ich mache mal die Karten ein bisschen größer. Okay, nehmen wir. Okay, nächster Pack. Ziemlich vieles, was ich mag, ehrlich gesagt. Wir haben Uro, wir haben Brazenborough, Bio ist cool, Headquarter ist cool. Show and Tell kann nach hinten losgehen. Kann man machen. Ich bin aber nicht der größte Show and Tell-Freund. Wobei, da ist eine Itali im gleichen Pack. Barrowgoy finde ich insane. Ich bin ein riesen Barrowgoy-Fan. Chromehorse Sea Shark ist super. Talisman kann man nehmen, Tracker ist gut. Aber wahrscheinlich nehme ich einfach das Bayou. Und schau mal, wo wir landen. Okay. Bola Citadel ist cool, wenn wir einen Tinker kriegen. Crop Rotation, ansonsten ist hier aber nicht so richtig starkes drin. Ich bleibe dabei und nehme mal noch mein Land. Okay, Doomsday. Freunde. Sollen wir Doomsday forcen? Hier ist ein Currency Converter drin, das ist eine super gute Karte. Das Path to Exile ist sehr stark. Ich meine, das Doomsday kommt wieder. Das ist das Schöne. Hier ist auch eine Bloodstainmire drin. Ich glaube, ich bleibe dabei. Ich weiß immer noch nicht, ich habe noch keinen Trend gesehen und noch keine richtige Build-Around-Karte, mit der ich zufrieden wäre. Okay, Cremonolith hört sich doch gut an. Survival kann man nehmen. Ich finde nur das Survival-Deck nicht gut. Esper Sentinel ist ganz cool. Flage. Deck Faden könnte man auch nehmen. Ich habe theoretisch hier Rot. Ja, also, nehmen wir Duck. Ein bisschen schlechter geworden, aber immer noch ganz gut. Okay, Echo. Echo of Eons kann man nehmen. Ist auf jeden Fall die stärkste Karte hier im Pack. Ist cool mit Dark Faden. Ist cool, falls wir einen LED kriegen. Halb Reacher, Narsets. Bin gespannt. Ich hätte gern eigentlich so einen Flash oder einen Tinker oder irgendwas, ein Reanimate oder irgendwie so eine Build-Around-Karte. Ich bin kein Freund vom Show and Tell im Vintage Cube zurzeit. Von dem her, schauen wir mal, was die bringen. Ich bin großer Freund, Länder zu nehmen am Anfang. Counterspell finde ich super. Relic ist sehr gut. Ulamog wäre für ein Trudel Breach, Woodfall Primus, wenn man einen Flash hätten oder einen Natural Order, aber Counterspell in unserem bisher recht blauen Deck kann man nehmen. Also, das ist auf jeden Fall gut. Okay. Tamiyo finde ich gut. Larsenist ist ganz cool. Hexdrinker, falls wir grün sein wollten. Ich meine, wir haben grünes Fixing, aber ich glaube, ich nehme lieber den Walker. Okay, da kommt unser Pack wieder. Das sind tatsächlich die, wie erwartet, die meisten Sachen draußen. Glaub, ich nehme Consider, falls das Doomsday wheelt. Und Cantrips, überhaupt Sachen, mit denen man ein bisschen früh interagiert, sind auf jeden Fall cool. Ich hätte gerne noch eine UC. Die Volcanic war jetzt drin. Also falls die Volcanic Island wiederkommt, kann ich mir nicht vorstellen. Aber die snappen wir auf jeden Fall. Ich nehme den Uro, glaube ich. Will sowieso grün sein. Ich bin großer Uro-Fan. Da könnten wir die Elfs nehmen. Oder Bola Citadel, falls wir einen Tinker nehmen. Aber ich glaube, ich nehme lieber die Elfen.
Und jetzt nehme ich auf jeden Fall das Doomsday mit, falls wir noch mehr kriegen. Nehme nochmal Elfen. Tendrils wird man nicht spielen. Flamme wahrscheinlich auch nicht. Also wir kriegen Snapcaster. Zweiter Pack. Workshops, okay. Fetchland. Nochmal ein Fetchland ist auf jeden Fall cool. Mystical Tutor. Ja, okay, Mystical Tutor ist auf jeden Fall der Pick, weil wir haben einen Recall. Fury, eine ultra starke Karte hier. Teferi ist sehr stark. Pest Infestation ist insane und wird leider nicht wiederkommen, aber Mystical Tutor ist auf jeden Fall cool. Hier hätten wir Dämonik, Spellseeker, Confluence. Fire Covenant ist super stark. Ich glaube, ich nehme aber den Dämonik. Falls wir das Doomsday uns offen lassen, findet Dämonik Doomsday. Er findet auch Recall. Das sieht doch ganz cool aus. Okay, da ist die Hedge Maze. Die bringt uns leider nicht so viel zu, aber Psychic Frog. Frog ist einfach so eine gute Karte. Wir haben jetzt nicht die Ultra-Synergien damit. Aber er ist halt einfach so stark. Blood Crypt verwandelt unser Fetchland nicht in was anderes. Von dem her ist es nicht so wichtig. Und wir haben schon einen Breeding Pool. Rumble ist cool. Cryptic ist cool. Kommt hier was wieder? Striom wahrscheinlich wird gepickt. Ja, vielleicht kommt The Curtains wieder. Die würde ich super gerne nehmen. Dann wären wir mehr schwarz. Ich nehme mal den Frog. Spellpierce ist cool. Mastery ist cool. Passage bin ich kein Freund. Jetzt eher zwischen Spellpierce und Baleful Mastery. Ich glaube, ich hätte lieber das Spellpierce. Kann halt kein Leo passen, wenn wir Echo haben. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Channel, seht ihr mal, ist auch ultra gefallen. Crabomination wäre cool. Ich nehme auch so einen Pilgrim. Da könnt ihr auf jeden Fall was für uns wiederkommen. Daze ist ultra. Wir haben eine Darkslick Chance. Wahrscheinlich müssen wir sogar Darkslick Chance nehmen. Wir haben schon zwei Counter. Foundation Breaker wäre cool. Wir brauchen wahrscheinlich kein Life Death. Wir sind kein Reanimation Deck. Ich nehme die. Wobei die Chance könnten wiederkommen. Stays auf keinen Fall. Aber ich weiß nicht, wie tief blau es dann am Schluss ist. Okay, Steam Vents ist perfekt. Da wären noch Triplicate Titans drin. Aber die Steam Vents verwandeln unsere Bloodstained Mire in blaues Land. Tropical. Bronco. Christ. Alles Vernünftige. Aber wahrscheinlich wollen wir sogar das Fixing und die Tropical. Okay. Troll findet uns bisher nur grün und schwarz. Skydiver ist cool. Talisman ist okay. Aber ich glaube, ich nehme den Troll. Der hat, glaube ich, am meisten Upside für uns. Okay, Cutdown Fire Covenant. Ich nehme auf jeden Fall einen Fire Covenant. Wir wollen auf jeden Fall. Wir sind alle so weiß, so wie es aussieht. Wir haben 1, 2 rote Quellen, 3. Okay, da kommt noch eine weiße. Hier ist auch noch der Curtains drin. Wollen wir weiß haben? Wollen wir das Triom? Plastenmeier findet uns schon grün und schwarz und rot und blau. Ich nehme, glaube ich, den Dude. Wahrscheinlich die Witness, auch wenn wir sie nicht spielen. Vielleicht brauchen wir die. Unser Doomsday sieht auch eher unspielbar aus. Okay, Kaito oder Sheldred's Edict. Ich glaube, ich nehme das Edict. Da wollen wir gar nichts davon. Ah, Raging Ravine können wir sogar spielen. Tatsächlich. Das ist ein Fixing für unsere zwei, für unseren Rot-Splash. Okay, wir haben kein Oracle gesehen. Pack das mal ins Sideboard. Oh, Mox. Hier wäre noch eine Tamio drin. In Balance. Aber wir nehmen natürlich den Mox. Sehr geil.
So kombotechnisch, wir sind gerade so, ja, ein bisschen Good Stuff Midrangey Deck, was ich eigentlich nicht gern bin. Ich hätte ganze Engine-Karten. Aber wir haben Recall und Mystical Tutor. Und Demonic Tutor. Das heißt, wir finden wahrscheinlich unsere Echo-Kombo. Da ist der LED. Den wollen wir auf jeden Fall. LED mit Echos zusammen ist einfach genial. Ja, ich glaube, den nehmen wir. Damn könnte, wir haben keinen Weiß. Pyroglyph ist eine ultra-progene Karte. Wird wahrscheinlich nicht wiederkommen, aber ich glaube, ich nehme den LED. Okay. Push ist gut. Lotus Petal ist gut. Triome wäre, wenn wir kein Land hätten, das hier. Oder wenn wir Weiß brauchen. Sword of the Meek. Teferi, wir haben immer noch den Vice Blast bisher uns nicht gegönnt. Ich glaube, ich nehme einfach Fatal Push. Ich glaube, ich will noch mal ein Removal in meinem Midrange-Haufen. Okay. Prisley Bill ist super. Mortuary ist gut. Vampiric Tutor ist natürlich insane. Stern Scolding, Bone Shards ist cool. Schauen wir mal. Layla ist gut. Das heißt, Prisley Bill geht, der geht. 3, 4. Wahrscheinlich kriegen wir Displacer-Kitten wieder oder sowas. Ich nehme mal den Vampiric. Ponder. Ponder insane. Oh, Watery Grave. Watery Grave ist natürlich auch cool. Watery Grave lässt unseren Troll blau finden. Ich glaube, das muss der Pick sein, leider. Weil ich gern das Ponder hätte. Halfling mit 1, 2, 3, 4. Geht so. Ja, ich glaube, ich nehm das Land. Ja, normalerweise ist es nicht so schwer, Payoffs zu kriegen. Wir haben jetzt eine Combo drin, die uns das Spiel gewinnen soll. Und wir haben viele Möglichkeiten, sie zu finden. Und wir können unseren Recall finden. Mit jeden Mengen Tutoren. Oh, Strix. Bitter Triumph ist gut, aber ich bin ein riesiger Fan von Baleful Strix in so einem Midrangey-Haufen. Aus dem könnte sogar ein Battle Ball wiederkommen. Preacher könnte wiederkommen. Das sind wahrscheinlich die Karten, die am ehesten wählen, die bisher keiner wollte. Oder halt die zwei Weißen, weil Weiß ist zumindest immer in den Packs zusammen, ja. Die zwei Elfen sehen auch noch ein bisschen shady aus, muss man sagen. Unser Grünsplash ist doch eher ein Splash, weil wir Uro haben. Müssen wir gleich mal sehen. Wir haben den Emerald. Hier wollen wir. Eigentlich nichts. Spielen wir Saheli. Wollen wir Sorin spielen? Wollen wir vielleicht einfach Questing Beast? Ich meine, dann sind wir stark grün. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Karte. Ich glaube nicht, dass ich Sorin groß geflippt bekomme. Ja, ich kann mit den Token nichts anfangen. Keine Skyclamp und oder irgendwas. Da ist Gush, aber wir haben für unser Doomsday leider das Oracle nicht gefunden. Da ist noch Xander's Launch. Xander's Launch ist, glaube ich, mein Pick hier. Wir haben zwar nur ein Fetchland, aber immerhin. Kein Fast Mana for Upheaval, aber wir könnten ein Confi-Deck sein. Wir haben nicht so viel Großes. Oder wir nehmen ein Research-Deck oder die Spellbomb. Mir keine Artefakt-Synergien groß haben. Oder ich nehme die Caryatid. Caryatid fixt uns, aber wir haben keinen Payoff. Ich glaube, ich nehme lieber Bob. Schau, ob ich ihn spiele. Das ist das Pyroglyph-Pack, der leider nicht wiederkam. Ich bin Sentinel-Freund, wenn wir sowieso grün sind. Sentinel ist eine super starke Karte. Boseichu. Ja, Boseichu hört sich gut an.
Das Mortuary kommt wieder. Das nehmen wir natürlich. Hier wäre nochmal ein Bob. Ich weiß nicht, ob wir beide spielen, aber Breacher spielen wir auf jeden Fall. Breacher ist eine coole Midrange-Karte. Also wir sind midrangig unterwegs. Wir haben noch einen Rot-Splash für Fire Covenant, Dark Faden. Confi sieht noch ein bisschen shady aus. Huatli als Last Pick, okay. Die werden wir aber wahrscheinlich nicht spielen können. Okay, schauen wir mal. Schauen wir uns die Geschichte mal an. Packen mal die Länder raus. Ein LED müssen wir drin lassen. Das ist auch ein Land. Bräuchten wir quasi noch zwei Cuts. Ich glaube, Consider braucht man nicht, wenn wir keinen Tassars Oracle Pile bauen wollen. Tamio findet uns. Recall. Könnte ein bisschen shady sein. Vielleicht cut man wirklich Pop. Ja, ich glaube, ich. Ja. Wir haben halt 6 Drops. Wir haben relativ viel. Wir haben nochmal hier einen 6 Drop, also 2 6 Drops. Wir sind relativ langsam. Ja, ich glaube, ich kann, muss den Bob cutten. Und dann meine Länder. Okay. Also, dann. Schauen wir mal, grün haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mit 8, 9, 10. Das heißt, 1 reicht, rot. Brauchen wir überhaupt einen roten, einen Mountain? Können wir ungetappt was fetchen? Eine Steam Vents, also wir brauchen keinen Mountain. Blau haben wir 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Und schwarz haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, das passt. Ich glaube, das passt. Okay. Ich hätte gern noch. Ich bin ehrlich, ich hätte gern noch so eine Payoff. Nochmal ein Reel gehabt für meinen Leowold Reel Geschichte, aber hey, wir haben so ein bisschen Synergie. Ansonsten ist es ein cooles Midrange-Deck, das sein Mystical Tutor und Demonic Tutor auf Recall bringt. Und wir können auch Deck Faden und so Sachen bringen. Wir haben Fire Covenant. Ich bin gespannt, wie das Deck sich spielt und dann sehen wir uns gleich in den Games. Okay, Freunde, wir sind in Runde 1 mit unserem 4-Color Recall Deck. So ein Time Twister Deck ohne Time Twister. Mana sieht shady aus. Können Turn 2 Elfen machen. Aber dann auch cyclen. Ich glaube, ich halte es. Falls ich eine ungetappte grüne Quelle ziehe, wird es die Hand deutlich besser. Spielen gegen Blood Crypt, okay. Blood Crypt. Ungetappt. Okay, mit dem Curtains kann ich nächste Runde zwei Spells spielen. Elves und Concealed Curtains. Ich weiß nicht, was das hier sollte. Vielleicht einfach ein Removal-Spell. Von dem her. Okay, Robber of the Ridge ist ein Problem. Unser Breacher leider weg. Ne, das war das falsche Land. Ich wollte Watery Grave. Ach, egal. Das ist, wenn man nebenhin klickt, wie ein Idiot. Okay, Arena of Glory. Aha.
Opponent. War wahrscheinlich auch mit dem Missklick unterwegs oder habe ich was verpasst? Harte Sachen. Okay, Magda. Also ich block Magda, ich bin ehrlich. Okay, Shame Concede von Opponent. Nehmen wir mit. Gut. Haben wir was, das wir reinboarden wollen. Wir hätten nochmal Removal. Ich glaube, das passt schon. Ich glaube, weniger Anti-Aggro können wir nicht werden. Okay. Ich glaube, ich keep das, weil ich Turn 1 Mystical für Recall machen kann. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ich meine, ich könnte mich schocken und Curtains spielen gegen das Aggro-Deck. Dann nächste Runde einfach eine Strix spielen. Okay. Okay, na, das Grün ist mal nah, ist schon mal gut. Das heißt, nächste Runde können wir entweder Tapland spielen, recallen. Weil ich lieber wahrscheinlich hier transformiere. Ich trade auf jeden Fall mit der Strix. Okay. Schauen wir mal, ob Removal da ist. Bowmaster. Okay. Bowmaster ist natürlich ein Problem. Oh, Gut. Und Reckless Pyro Surfer. Ja, Gut muss gehen. Gut ist viel zu gut. Guter Draw von Opponent. Unser Fire Covenant wäre cool. Oh, was ein Draw. Okay. Otari. Ja, nehmen wir 7. Ich habe leider kein ungetapptes rotes Mana. Was kann ich denn an... Was kann ich denn an Instance Removal technisch finden? Edikt. Push. Ich denke fast, ich muss es machen, so oder so. Nochmal 3 nehmen. Oder ich recall. Und hoffe, dass ich was Vernünftiges ziehe. Wobei, wenn ich jetzt pushe. Ja, ich glaube, ich hole den Recall und hoffe, dass ich gut ziehe. Nope. Okay, nochmal. Ich hätte anders spielen sollen mit der Xander's Launch. Wobei der Draw schon echt gut war. Es ist die Frage fast, ob ich nicht den Bob reinhole, nur dass er am Anfang blockt. Vamp Tutor ist so eine Sache. Auch der Echos Plan ist natürlich so eine Sache mit Bowmastern. Das heißt, theoretisch könnte ich einen Bob reinholen und eine Flame. Ja, aber ich weiß nicht, ob das besser ist. Ich meine, ich beende das Spiel, wenn ich Leo liegen habe und Echo und ich habe schon viel, um es zu finden. Schauen wir mal. Puh. Mein Troll findet schwarz. Ja. Okay. Und der findet jetzt entweder das Triom oder einfach ein Watery Grave.
für eine Strix oder Recall. Ich glaube. Ich glaube, ich will die Strix spielen. Bringt uns tiefer ins Deck. Wir können dann auch recallen. Tropical ist okay für einen Breacher. Oder wir halten Counterspell offen. Wenn Opponent jetzt langsamer ist, können wir Counterspell offen halten. Und dann, wenn wir unsere Mana nicht brauchen, recallen. Ja, ich glaube, ich block sogar, weil der tötet irgendwann sowieso meine Stricks. Edikt ist auch super. Wenn es nur eine Kreatur ist, können wir edikten und dann recallen. Unearth. Okay. Also gerade können keine Bowmaster kommen. Ich könnte Uro spielen und nächste Runde zurückholen. Oder ich schock mich und spiele Questing Beast. Kann leider nicht Counterspell offen halten. Wenn ich mich schocke, Questing Beast spiele, kann ich nächste Runde Uro spielen und Counterspell offen halten. Ich glaube, das habe ich lieber. Dann haben wir jetzt eine Runde, wo wir offen sind. Das könnte irgendein Removal sein oder es ist wirklich sowas wie Bowmasters. Aber ein 4-4er Haste auf dem Board haben ist schon mal ganz cool. Ja, okay, fair. Dieses scheiß Otari. Okay. Frosch. Ich glaube, ich spiele. Ich nehme noch mal drei. Ich spiele Preacher. Einfach weil er mir Lifelinker gibt. Und halt Counter offen. Nächste Runde kann ich dann Uro Frosch spielen. Ja, Magda würde ich countern. Einfach um auch den Counterspell zu benutzen. Jetzt brauchen wir dann eine Antwort gegen den Vogel. Das könnte leider Bowmaster sein. Ich muss, also ich kann Otari blocken mit dem Frosch. Falls Opponent nichts hat, natürlich. Kann mit meinem einen Lifelinker jumpen. Kann dann Uro wiederholen. Okay, Opponent castet irgendwas. Underworld Breach. Wahrscheinlich auf einen Ghostfire Slice.
Ich meine, das ist der Plan. Tari kommt zwar wieder. Aber wir haben noch mal eine Runde. Nehmen hier 8, kriegen ein Live, gehen auf 2. Okay. Grün, blau, grün. Grün, blau. Bio, Questing Beast, Tricks, Counter. Frosch. Tja, das reicht leider nicht. Dann wir können jetzt. Ja. Der Vogel kommt leider wieder und greift uns an. Das war's. Schadö. Ja, wir haben uns ins Hypernet gefunden und unser Removal. Das war der eine Turn, ich hätte doch nicht austappen sollen. Man verliert dann halt doch letztendlich gegen den einen, gegen den einen Otari. Schade. Sonst glaube ich, hätten wir uns langsam stabilisieren können. Also Opponent bringt ihn nicht wieder, aber das glaube ich fast nicht. Okay, Opponent bringt ihn nicht wieder. Ah doch, deswegen lässt man einen zurück. Okay. Tja. Also auf jeden Fall angreifen. Das reicht leider nicht. Ich kann zwar Otari jetzt abschießen. Kann jetzt hier mit dem Rebel Token zurückgebracht werden. Und dann greifen mich 4 an. Ich kann einen blocken, kriege einen Live, nehme genau 5 und ich zahle ja hier Leben dafür. Okay, GG, sehen wir uns in der nächsten Runde. Willkommen zurück in Runde 2. Hoffentlich spiele ich ein bisschen besser. Oder, ich meine, gehen jetzt so die Ultra-Gambles ein. Okay, wir haben Turn 1. Spellpierce aufhalten oder Push, je nachdem, was wir brauchen. Und können Troll cyclen. Hört sich gut an. Okay. Ich glaube, ich starte trotzdem mit der Island. Auch wenn die Raging Ravine interessant ist. Glaube ich, nehme das Watery Grave, nicht das Mortuary. Und ich halt weiter. Spellpierce ist offen. Kann nächste Runde tutoren in Recall und dann recallen, wenn ich will. Celestial Colonnade ist irgendwie so ein. Hat so Tinker-Vibes oder irgendwie controlligeres Deck. Ich glaube, Spellpierce ist da relativ gut. Zum Beispiel, um den Brainstorm mit dem Bloodstainmire draußen zu countern. Das mache ich gern.
Kann sogar überlegen, ob ich jetzt gleich Main Phase recalle. Nachdem was Opponent macht. Ich ziehe eine, bin ich auf 7, Spiel 2. 6, 5 wieder auf 6, spiel die, dann bin ich auf 8 und habe einen LED. Könnte ich nämlich das Echo discarden. Ich glaube, das mache ich auch. Man könnte jetzt Bowmaster sein, aber okay. Fair. Dann machen wir das jetzt so. Und discarden Echos. Nächste Runde können wir uns überlegen, was wir spielen. Leovold oder... können auch einfach Questing Beast spielen. Oder Leo und Push. Palantir. Okay. Ich glaube, den ersten Draw kriegt mein Opponent nicht und dann habe ich einfach Leovold auf dem Board. Ich könnte mir sogar überlegen, ob ich es in einem Zug mache mit dem LED. Ich glaube, das mache ich auch. Schwarz, grün. Schwarz, grün. Habe ich mir jetzt zweimal verklickt. Ich hoffe, Opponent hat keine Force of Will. Ich meine, ich versuch's. Okay, hat funktioniert. Ist doch schon mal schön. Dann haben wir sogar einen Empiric Tutor. Für nochmal Recall. Kann man machen. Brauchen auch wahrscheinlich eine Antwort gegen die Colonnade. Die können uns irgendwann anfangen zu prügeln. Ich reagiere da mal drauf. Mit einem Recall. Ein Opponent darf natürlich mit seinem Palantir ziehen. Oh, es mildert dann einfach immer. Aha, okay. Funktioniert das echt so? Das ist ein Problem. Da bin ich ehrlich. Was haben wir denn an Antworten auf Palantir? Ich glaube gar nichts, oder? Ah, Deck Faden. Deck Faden. Ja gut, dann müssen wir hoffen, dass wir Deck ziehen. Nee. Leider nicht.
Wir sind auch tot gegen den Hit von der Colonnade. Wer X ist, number one, and that player lose life, ja. Yeah. Okay, if that player doesn't. Aber ich hätte ihn schon Karten ziehen lassen. Okay. Merkwürdige Interaktion. Ja, dann sterbe ich wohl jetzt am Palantir. Schade. Hätte ich natürlich auch anders gewämmt. Hätte ich das auf dem Schirm gehabt. Na gut, wissen wir für Spiel 2 dann. Okay, das ist tatsächlich in Ordnung. Dann starten wir wenigstens nicht am Palantir. Okay. Also nächste Runde kann uns die Colonnade angreifen, auf jeden Fall. Balance. Okay. Das ist schlecht. Ist sogar sehr schlecht. Geiles Game schon wieder. Ich meine, wenn ich ein Deck ziehe, dann passieren zumindest Dinge. Nope. Okay, schauen wir mal, ob wir eine Antwort haben dann gegen Palantir, außer dass wir es stehlen. Das macht doch schon mal ein Artefakt kaputt. Das ist doch schon mal okay. Ich weiß nicht, ob wir Questing Beast brauchen. Wir haben jetzt nicht so die Ultra-Dinge gesehen. Mit dem Rest bin ich ganz zufrieden eigentlich. Schauen wir mal. Okay. Vamp und Dämonik. Und das Echo. Flame, die wir nicht casten können, aber wir können Vampen. Ich gebe mal und schau. Ich glaube, ich starte mit der Mortuary. Versuche Länder zu finden. G
Genau. Basic Island ist schon mal eine Riesenhilfe. Und ich glaube, ich hole direkt Leovold. Das heißt, ich mache jetzt die Frage, ob wir zuerst Vampen wollen oder Dämonik. The Muscle of Runes. Ich denke, ich hole mir Leovold. Einfach auch, weil wir das Echo schon in der Hand haben. Und so ist es Mana effizienter. Wir können nachher immer noch Vamp spielen. Ich habe das Mana nicht, das heißt, ich müsste für die Flame. Ich kann hier eh nichts abtragen, aber jetzt schauen wir mal, wie sich das entwickelt mit der Mutter. Tundra, Mother of Ruins, Brainstorm into Fetchland. Das sieht schon alles sehr Constructed Legacy-mäßig aus da drüben. Wobei, Dämonik, Leo, Wheel, kann mich nicht beschweren. Okay, Seek from Coast. Das ist zumindest kein Fetchland. Frog finde ich auch sehr, sehr gut. Frog gibt uns ein Discard-Out für das Echo. Ohne dass wir LED benutzen müssen. Advisor, gell? Ja, mit Wizard sind wir es nicht so, aber das ist ja auch eigentlich gegen ein Palantir drin. Okay, Schwarz haben wir vorher gar nicht gesehen. Vielleicht Removal reingeboardet aus in Off Color. Tide Hollow, okay, ja. Machen wir. Uro, auch nett. Ja, ich weiß auch nicht, was ich nehmen würde, ehrlich gesagt. Mein, wenn. Okay. Frog. Ja, Frog ist vielleicht doch das Stärkste. Ich glaube, ich werde einfach recallen. Okay. Elf von Spellpierce offen. Nehme ich. Angreifen können wir leider nicht, dank der Mama.
Ja, die Mathe, die nervt tatsächlich. Tierisch. Da müssen wir hoffen, dass der Pony irgendwann einen Fehler macht. Okay. Das ist ein ganz guter Draw. Jetzt bin ich gespannt, was. Ich meine, genau, wenn, dann lässt man mich doch da Mana reinstecken. Okay, Mana Drain. Mana Drain, Strix. Frog. Besser. Wahrscheinlich muss ich das Mana Drain nehmen. Weil das das einzige ist, auf das ich einen Spell Pierce hätte. Aber ja. Ich meine, die zwei anderen ziehen nichts. Und von Besa bin ich noch nicht so überzeugt. Und ich habe ja demonstrativ Blau-Blau offen. Vielleicht spielt ein Opponent einfach wieder nichts rein. Ach, der Forest. Was ist denn da noch ein Forest dabei? Opponent. Shady. Wenn ich noch ein Land ziehe, dann hardcast ich nachher Echo. Wobei, dann müsste schon ein blaues Hand sein, damit ich Spell Pierce offen halte. Das ist auf jeden Fall was Gezogenes, wenn es die zwei sind. Oder will man Besa spielen da? Tja, Opponent, was geht? Lass krachen. Aha, Prismatic Ending. Das war wohl der Draw. Da hätte einmal eine Farbe weniger gereicht. Dann hätte ich es mit Spell piercen können. Von dem her, Spell piercen wir das jetzt. Ich greife mal an. Dann cycle ich für Watery Grave. Und dann wähle ich.
könnte auch nochmal wheelen, aber mir gefällt eigentlich meine Hand. Wenn ich jetzt gebalanced werde, wheel ich halt wieder. Also. Da ist der Palantir. Ist auch kein Problem. Den können wir jetzt stehlen. Ah, ich habe kein Rot. Ich habe kein rotes Mana. Müssen wir schauen, ob wir das noch ziehen. Aha, da ist es. Oder wir können einfach Posage tun. Ist vielleicht sicherer. Oh, da geht die Balance. Schön. Okay. Das heißt, ich kann das hier spielen. Wir greifen mit unserem Revealing Eye wieder an. Ich denke, ich suche mir einen Counterspell mit meinem Demonic Tutor. Seichu hier. Spielen nochmal Elfen. Und sag go. End of turn kann ich Mystical. Ja, das ist in Ordnung, Opponent. Ich habe immer noch einen Leo liegen. Okay, nochmal. Wird deutlich einfacher, wenn man die Interaktion kennt mit Palantir. Ist die Frage, ob man diese Flame of Anor wirklich brauchen. Ich lasse bei Questing Beast. Ja, ich glaube, ich will lieber doch das Questing Beast haben. Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich lasse es nochmal drin. Es war gerade, wir haben es nie gecastet, wir haben es in der Hand, aber es war nicht schlecht in der Hand zu halten. Okay. Das ist eine Hand. Die macht Dinge. Turn 1 Mutter, natürlich. Da ist sie ja auch am besten. Wir spielen Elfen. Ich cast auch den LED gleich. Nächste Runde spielen wir nochmal Elfen, cyclen den Droll fürs Xander's Launch. Und dann haben wir unsere Hand enabled, sage ich mal. Duress, ja. Okay, dann geht mein Vamp. Fair. Aber ich habe nochmal Tutoren. Ich weiß nicht, was das repräsentiert. Ehrlich gesagt. Ich spiele mal mein Mana, weil ich habe eh nichts auf der Hand sonst. Ah, okay. End of turn Brainstorm. Verstehe. Na gut, unsere Hand ist, also Mana liegt. Jetzt brauchen wir nur was, das wir damit tun. Ich meine, wir haben ein Wheel in der Hand. Opponent hat leider auch Frog im Deck und so. Das ist ein kleines Problem. Und mit der Mutter, die da liegt, wird es noch ein größeres Problem.
Okay, Ledger Shredder. Der ist schlagbar. Nicht der schlechteste Draw. Wenn ich könnte Tamio spielen und mein Recall wiederholen. Dann stirbt Tamio am Ledger Shredder. Und Opponent kriegt nicht Loot. Ich glaube, das ist es trotzdem wert. Ich habe auch einfach sonst nichts zu tun. Ich meine, nochmal zwei Länder gezogen und Etamio, also. Brauche einfach noch ein bisschen Action. Könnte auch hochticken und Leovold suchen. Dann kommt er maximal für drei, wenn die Mutter mitkommt. Ja, das könnte ich das vielleicht besser. Und wir finden Duck. Oh, Fire Covenant ist im Friedhof. Ich meine, den können wir auch wiederholen. Ja, schwierige Text. Okay. Einfach nichts. Ich glaube, ich nehme den Covenant auf die Hand. Spiel meinen Mox. Und keinen zweiten Spell. Und bleib brav hinten. Nächste Runde kommt Strix. Okay, Eagles. Mein, vielleicht ist Opponent auch greedy und greift mit dem Targpit an. Das wäre natürlich hervorragend. Okay, wieder nur Angriff für 1, den nehmen wir. Immer einfach gar nichts. Wenn der Opponent nichts macht, mache ich auch nichts. Flamme von Arnor. Ich suche mal nochmal nach Leovold.
Da ist das Echo. Okay. Merkwürdiges Spiel schon wieder. Ich komme nicht so richtig vorwards. Jetzt habe ich die zwei Removal-Spells, bei denen ich bei beiden rot brauche, aber vielleicht kann ich jetzt End of Turn die Mutter flammen, sozusagen. Teferi. Ja, gut. Ist so. Können wir wenig tun. Aber den können wir versuchen umzufahren. Okay. Oh, nice. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Der schießt leider nicht auf. Nee. Okay, dann suchen wir noch mal nach Leovold. Das war jetzt wenig erfolgreich. Dann greifen wir einfach Teferi an, hätte ich gesagt. Und wir haben eine Raging Ravine von nachher liegen. Okay, Gürchen, Opponent, Gürchen. Ich meine, ich habe nur noch 10 Karten im Deck. Irgendwann hätte ich erstmal mein Leo finden müssen. Aber gut, so ist es im Leben. Opponent hat bestimmt auch Mana Train in der Hand. Er müsste auch eine von seinen brokenen Kreaturen eigentlich in der Hand haben, wenn wir ehrlich sind. Palantir, okay. Fair. Auch fair. Das heißt, es sind drei, ich kann den Frosch töten. Dann machen wir das, vor was passieren könnte. Und vor das Scryte machen wir da einen Boseichu drauf. Dann ist der Plan, dann könnte die Tar Pit wahrscheinlich blocken. Ja, wobei wir können auch einfach Ravine aktivieren. Oder so.
Oder so. Kommt jetzt vielleicht das Mana Drain. Dann holen wir nächste Runde zurück und machen es nochmal. Das ist der Plan. Jo. Passt. Parallax Wave, okay. Macht aber nur Kreaturen weg, gell? Ich meine, ich greife weiterhin einfach an. Zur Not muss ich eben Echoen ohne Leo im Spiel. Oder ich hack einfach rein. Oh, da ist auch ein Leo. Okay. Fair. Fair. Enge Kiste. Okay, es fadet alles weg. Und dann kann ich dann hoffentlich endlich wählen.
Habe ich noch einen Counter im Deck eigentlich? Für den ich. Fehlt noch irgendwas, das ich nicht gezogen habe? Nee. Dann ziehen wir halt beide keins, aber ich bin vorne im. Ich bin vorne in der Zeit. Petty Theft. Ja, okay. Passt. Das machen wir. Fatal Push. Up. Ewig langes Spiel. Mann, oh Mann. Okay, Opponent hat quasi in seinem Control Deck einfach auch Leovold reingesplasht. Reingesplasht. Nett. Okay. GG. Damit stehen wir 1-1. Und dann sehen wir uns gleich in der letzten Runde. Okay, wir sind in Runde 3. Ich meine, ich habe unsere Shady Combo auf der Hand, von dem her Keep. Xander's Launch into Island into Breeding Pool. Huh? Ich bin schon wieder on the draw. Wenn ich mal einmal anfangen dürfte, wäre es nicht immer ganz so schwer. Und wieder gegen eine Tar Pit. Mit meinem Planeswalker Haufen. Nicht, dass ich mich dauerhaft beschweren will, aber jetzt würde ich mich gern mal beschweren. Confi, okay. Darkslickshaw ist ein sehr guter Draw, dann können wir nämlich sogar Fire Covenant offen lassen. Konfizit. Vampire Hexmage, auch eine faire Magic-Karte. Okay. Fair. Denk, wir räumen einfach beide ab. Und dann machen wir weiter im Programm. Das ist grüne für die Crop Rotation. Hm? Vendilion Click, okay. Das war leider schon in meinem Draw. Cryptic Code, okay. Ich nehme mal Random und Spell Pierce auf die Hand. Ohne Hintergedanken. Schauen wir mal, wo wir hier hinkommen.
Mox kann ich sogar oben lassen. Dann kann ich, auch wenn es nicht viel ist, versuchen mit Spell Pierce Backup zu wheelen. Also, dann machen wir das. Wir haben den Plan, der ist nicht gut, aber den machen wir jetzt eben. Cool. Der hat Ward 2. Ich greife an, vielleicht aktiviert mein Opponent Creeping Tar Pit. Ne, okay. Treachery, das ist ja mal fies. Dann recallen wir in Response, hätte ich gesagt. Da war jetzt leider keine Antwort dabei und ich kriege jetzt 5. Ich kann jetzt nicht mal Vamp tutoren. Schwierig. Unblockbare Damage. Tuboku. Nee. Schade. Vielleicht hätte ich pushen sollen. Okay, die Flame. Meins Artefakt ist wieder ein Problem. Questing Beast mal wieder nicht so der Knaller. Ich glaube, wir testen es nochmal so. Ich meine, ich hätte auch. Ich habe halt gehofft, ich ziehe eine Antwort. Ich habe einen Boseichu. Ich habe noch mehr Removal. Ein Edikt oder sowas. Tja. Okay, Xander's Launch. Turn 1. Und dann zu Leovold hocharbeiten. Ich habe auch Treachery nicht erwartet, muss ich gestehen. Treachery ist so eine Karte, die wird so selten noch gespielt. Aber die war gut in dem Spot. Okay, die Strix ist in Ordnung. Schauen wir mal, ob Opponent was hat. Schwarz-grün. Nope. Ich glaube, ich starte mit Uro. Und ich greife dann einfach nicht an. Lieber einen Push offen halten, falls die
Tarpit angreift. Nächste Runde kann ich Fire Covenant spielen, wenn da nochmal was kommt. Mindsculptor. Mindsculptor ist auch völlig in Ordnung. Ich lasse ihn erstmal resolven. Und es bleibt oben, okay. Vamp. Vamp ist schön. Ich glaube, ich spiele den Breacher und lasse Push und Vamp offen. Bay. Ich könnte sogar einfach pushen und angreifen. Ich glaube, nämlich Opponent hat Treachery oder sowas oben gelassen. Irgendwas, was Opponent spielen will, wird eh mit dem Tarpit nicht angreifen. Und ich will auf jeden Fall die Strix entsorgen, um mit dem Breacher angreifen zu können nächste Runde. Und ich habe jetzt den Vamp, der mir nochmal ein Out geben kann, zum Beispiel, und so Wheel. Weil wir es noch nicht casten können und ich will auch das Fire Covenant eigentlich nicht wegwählen. Ich Vamp. Zwar das Recall nach oben. Greifen mit allem an. Also ich nehme auch den Trade hier an. Necromancy. Okay. Dann schauen wir erstmal, was wir da finden. Ja gut, dann kommt wohl die Strix wieder. Frosch. Ich will auf jeden Fall Mystical Tutor spielen, damit ich Uro wiederholen kann und mein Recall und mein Chase nicht, mein Leon nicht. Minus 2, minus 2, okay, dann discarden wir mal eine Karte. Was ist ausgewählt? Und ich reveal meine Hand. Wahrscheinlich Echo. Einfach meine Hand wieder zu füllen, falls der Frosch gekillt wird. Jetzt sowieso eine Disc. Wäre mir eine discarded worden. So ist jetzt das Wheel oben, das ich einfach spielen kann. Oder ich discard's in den Frosch und spiele es dann. Je nachdem, was Opponent jetzt hier macht. Okay, das ist sogar eine. Das ist sogar eine. Okay, Recall ist weg. Ja, fair.
meine, ich glaube, ich starte mit Uro, wenn ich ein Land ziehe. Shadows Edict. Ah, vielleicht nicht das Covenant. Greif mit den zwei an. Fintan Elf brauchen wir auf keinen Fall. Okay. Ich habe gerade überlegt, ob ich es exilen soll, aber ich glaube, es macht keinen Sinn. Ich hätte nämlich das Fire Covenant dann nachher schon noch gerne. Der Opponent halt noch drei Handkarten hat. Ich glaube, ich will einfach eine neue Hand. Meine ist so schlecht im Vergleich zu dem. Vielleicht finde ich was, um die Treachery zu killen. Venser, okay. Ja, dann ist der. Ah, mein Frosch, okay. Ja, okay. Fair. Nee, Fire Covenant bleibt bitte hier. Den kann ich gut brauchen. Okay, dann haben wir beide wieder die volle Hand. Ich meine, ich trade hier auf jeden Fall gegen meinen eigenen Uro. Ich wäre es am liebsten, Opponent klatscht jetzt einfach das Board voll. Nochmal ein Mindsculptor. Okay. Lockt meine Top-Karte an. Okay. Jetzt wird's besser. Vielleicht können wir jetzt Fire Covenanten. Und wir haben noch einen Counter als Backup. Okay. Also 2, 4.
Wir greifen mit allem Jatze an. Spielen noch einen Frosch. Dämonik bleibt oben, danke. Okay. Nekromantie, nee. Ich versuche das zu countern. Ja. Fair. Ja. Ich glaube, ich spiele jetzt einfach Tamio. Hol mir den Counter zurück. Dann habe ich kein Removal Spell mehr. Dann nehme ich Boseichu für das Land. Und dann greifen wir an. Ja, dann geht wohl mein Counter nicht. Ich habe eine Tamio liegen, mein Freund. Da bin ich auch schon reingerannt. Ja, den countern wir. Okay, Opponent gibt auf, nochmal eins. Das war ein Grind, Mann, oh Mann. Ja, komm. Ich glaube, das war schon in Ordnung. Die Flame sieht immer wieder so ein bisschen komisch aus. Ja, komm, vielleicht wollen wir sogar das Questing Beast lieber. Ich glaube, das mit dem können wir mehr anfangen. Wäre so ein Questing Beast, wobei das könnte getreacheried werden. Das ist ein Problem. Flame nicht. Jo, die Hand sieht ganz gut aus. Die können wir halten, denke ich. Können wir nächste Runde Curtains aktivieren? Confi, okay. Oder
Vielleicht machen wir es so. Wenzel, Treachery, Chase. Ich sag mal, das Treachery muss gehen. Das ist einfach am nervigsten für mich gerade. Chase wäre jetzt nicht so schlimm. Wenzel wäre ein bisschen nervig. Das komische Hazel-Gerät. Dem weiß ich auch noch nicht, was wir da machen. Wenn wir uns halt was ausknobeln, wie wir das besiegen. Also das war auf jeden Fall die Island. Okay, da kommt der Winzer. Was bounced der? Mein Land. Okay, fair. Okay. Das war nicht der schlechteste Draw. Weil meine neue Hand jetzt kein Highlight ist, aber gut, wir haben zumindest den Frog wieder. Okay. Okay. Ich glaube, ich mache den Planeswalker trotzdem weg. Und dann biete ich hier den Trade an. Jo. Dann kann er mich nächste Runde meinen Frosch angreifen. Mit angreifen. Aber er hätte jetzt schon können. Ich hätte einfach LED und ein Land discarden können. Okay, das war's. Opponent conceded. 2-1. Erste Runde haben wir massiv verblade, das gebe ich zu. Deck war ganz cool. Es hat ein bisschen wenig Power zum Closen gehabt. Aber Leovold und Echo ist ganz cool, vor allem wenn man LED hat und Tamio dazu. Schreibt mal gern, was ihr meint. Recall war geil. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.